Nilo, heute mal ein kurzer Zwischenbericht von unserem Server. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich zeig mal, wie weit ich bin. Gut, hier bin ich noch auf meinem lokalen PC, auf meinem lokalen Rechner, nicht auf dem Server. Hier bin ich auf meinem 4-Prozessor, beziehungsweise 2-Prozessor mit 2 Threads und mit diesen Prozessoren, ne? Eigentlich 4 werden angezeigt, das sind, glaube ich, 2 mit jeweils 2 Threads. Da habe ich mal getestet, das letzte Video, was ich gemacht habe. Das war ungefähr 800 Megabyte groß. Und wie lange brauche ich auf meinem Rechner hier lokal, ne? Also da ist die CPU voll ausgelastet und nach einiger Zeit zeigt sich, ich brauche 57 Minuten oder ungefähr eine Stunde, um hier auf meinem lokalen Rechner das Video zu rendern. Gut. Exotisches MTS-Format und so weiter. Auf dem Server habe ich mittlerweile installiert XRDP. Also kann ich mich mit rdesktop-z komprimierte Dateiübertragung und dann die IP-Adresse des Servers 168.025 habe ich dir mal gegeben. Per rdesktop darauf schalten. Ihr seht, fluffig kommt das Ding, ne? Hier habe ich auch den Benutzernamen auf dem Server TheRedKerner. Passwort 1234. Einloggen. Gut, zeitgleich habe ich noch einen zweiten Benutzer angelegt, um mal zu zeigen, was so ein Mehrbenutzersystem kann. Nun, hier sind wir auf dem Server. Ne? Hier sind wir auf dem Server. Auf dem ProLiant. Bla bla bla. Gut, sieht man auch gut daran. Systemüberwachung. Mehrere CPUs. Gut. Den zweiten Benutzer logge ich gleich an. Ich lasse den jetzt schon mal Cadian Live starten und schon mal rendern, damit wir gleich mal einen Vergleich haben. Dasselbe Video habe ich dem Benutzer auch auf die Platte gespielt, ne? Auf den Server, ne? In den Ordner von TheRedKerner auf dem Server. Dann machen wir jetzt mal das Gleiche, das Video hinzuzufügen. Und das ist diese MTS-Datei, die ist sehr groß. Und wir warten mal kurz, bis der die gefunden hat. Zack. So. Also das ist das Video vom letzten Mal. Das lasse ich jetzt ebenfalls rendern aus diesem exotischen MTS-Format, was meine Videokamera kann. In WebM. Codier-Threads meinetwegen 6. Ja. Gut. Maximal ist hier auf dem Server 16 halt möglich. So viele, wie man CPUs hat. Ne? Hat ja 16 CPUs. Ich sag jetzt mal 6. Und dann machen wir auch mal 4. Gut. Sagen wir mal 4 Stück, dann ist es vergleichbar, denn auf meinem lokalen Rechner hatte ich ja auch 4. Gleiche Auflösung, rendere in Datei. Yes. So. Während der sich da so rendert, logge ich mich mit einem zweiten Benutzer ein, ne? Genauso wie ich das mit dem ersten gemacht habe. Gehen wir mal, ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit man da oben schon mal beobachten kann. Zweiter Benutzer, rdesktop. Minus Z 192.168.025. Denkt bitte bei Cadian Live immer dran, das dauert eine Zeit, bis sich die echte Zeit einstellt. Ne? Hier steht jetzt 44 Minuten. Jetzt zweiter Benutzer. Gleichzeitig auf demselben Server. TRR. Passwort auch 1234. Okay. Obwohl ich dem Ding auch nur 4 Threads gegeben habe, ne, sieht man, der ist noch gar nicht so voll ausgelastet. Aber bei Cadian Live dauert das eine Zeit lang, bis man die echten Werte sieht. Ne. Sieht man hier die Prozessoren, ungefähr 30% Auslastung nur beim selben Video. Gut, zweiter Benutzer namens TRR selber, Server. Jeder nur ein Kreuz. So, Multimedia, Cadian Live starte ich auch mit dem zweiten Benutzer. Selbes Ding. Selbe Datei habe ich ihm auch auf seine persönlichen Ordner geschoben. Natürlich wird sich die Zeit sowieso im Laufe des Renderns vergrößern, weil die erste Zeit ist immer nur eine Schätzzeit. Aber wie gesagt, die ist jetzt immer noch so wie vorher auf meinem lokalen PC. Und da war mein lokaler PC komplett ausgelastet. Aber hier, mein lokaler PC im Moment ist fluffig am Arbeiten. Der wird ja gar nicht belastet. So. Selbe Datei, auch wieder rendern gleichzeitig, Videodatei. Wieder WebM, Codier-Threads, meinetwegen wieder 4. So, ne? Also zweimal die Aufgabe, die meiner alleine nicht konnte, mein lokaler PC nicht konnte, ganzes Projekt rendere. In Datei, yes.
Ich hatte vorhin schon mal getestet, ne? Einmal ist der User TRR, der mit KDN Live rendert, einmal der User TheRackRunner auf dem Server jeweils. Gut. Wir sehen, da tut sich was, ne? Wir sehen mal die Prozessauslastung. Der Prozessor ist im Moment bei 45, dreht jetzt so langsam auf, weil KDN Live die ganzen Threads startet, aber wir sind noch lange nicht am Ende. 57 Minuten braucht der. Wir vergleichen mal, lokaler PC hätte auch irgendwie 57 Minuten gebraucht. Nur, dass ich mittlerweile zwei Videos rendere. Das hätten ja auch zwei verschiedene sein können. Dass sich die Zeit jetzt im Laufe der Zeit leicht erhöht, ist klar. Weil es ist ja jetzt einer dazugekommen. Das nivelliert sich hinterher ein. Wie gesagt, ihr seht, auf dem Server bin ich noch nicht mal bei Volllast. Da wird schon fleißig gerechnet. Aber ich habe immer noch Luft nach oben und das scheint eine Eigenart dieses Mehrbenutzersystems zu sein, dass ich gar nicht so viele Threads einem Benutzer geben kann oder sollte, weil die Renderer dann gar nicht viel schneller werden. Habe ich aber viele gleichartige Aufgaben, kann der das locker wegstecken. Gut, schauen wir mal. Wir können uns auch per SSH aufschalten auf den Server gleichzeitig auch nochmal. Schauen wir mal. Lokaler PC, SSH, 192, 168, 0, 25 habe ich eben gegeben, kann ich auch nochmal, ne? Mache ich jetzt gleichzeitig auch noch, ne? SSH, da bin ich auch noch drauf. Clear. Könnte schon mal mit LS mal gucken, CD, KDN Live, KDN Live, was sich da so tut, ne? Da wird er schon so langsam, ja. Da rendert er das eine Video, CD Home, ja, LS. Da sind die beiden Benutzer, CD TR, LS, CD KDN Live, LS. Auch da sehe ich, rendert er gerade das Ding. Beide brauchen ungefähr eine Stunde jeweils. Das heißt, ich kann auf dem Server das Doppelte schon mal machen. Wenn ich jetzt noch mehr User hätte, bin ich der Überzeugung, dass er das locker auch noch stemmen würde. Ja, dieselbe Aufgabe nochmal, weil das Ding gar nicht vollständig ausgelastet ist. Ne? Aber wie gesagt, mein Experiment, es bringt nichts, einem Einzelnen jetzt 16 CPUs zu geben. Besser ist es, vielen Usern eine durchschnittliche Anzahl von CPUs zu geben. Dann kommt man auf die gleichen Ergebnisse, wie man lokal auf einem Rechner hätte. Nett. Wie kann ich die Dateien hin und her kopieren? Ja gut, CD. Leerzeichen nicht vergessen, LS. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas hier hin kopieren wollte oder zurückkopieren wollte, in diesen Ordner meinetwegen zum User TRR auf seine ja, eigene Dateien, dann könnte ich das machen von meinem lokalen Rechner per SSH. Gehen wir mal hin. Hier bin ich noch auf meinem lokalen Rechner. Und wir machen mal SCP Secure Copy. Ja, was denn? Was will ich denn kopieren? Sagen wir mal Home. Also was hier lokal ist. Home, TheRackRunner, Arbeitsfläche. Bildschirmfoto. Wohin? 192, 168. 025 Doppelpunkt Home von TRR. Ja, da rein kopieren können wir machen. Und das Passwort. Und gut, konnte ich jetzt nicht rüber kopieren, weil ich keine Zugriffsrechte habe. So. Warum will das nicht? Permission denied, sagte mir. Gut, versuchen wir es anders. Vielleicht habe ich bei dem Benutzer keine Rechte mir eingestellt. Weg. Ah, Vorführeffekt. So. Ja, das hat funktioniert. Ne? Muss ich hier mal kurz raus. Exit. ...192, 168, 0, 25... Oben könnt ihr schon mal sehen, der rechnet sich noch den Wolf.
Zack. 2, 3, 4. LS. Und da sehen wir das Bildschirmfoto, das sich hin und her kopiert. Also man kann Dateien hin und her kopieren. Man kann zweimal rechnen lassen. Und der hat noch Luft nach oben, ja, der hat noch Luft. Der hat jetzt hier 60% Auslastung nur. Das ist so ein Vorteil von so einem Server. Gut, mehr zu meiner Verkabelung bringe ich jetzt auch nochmal. Kein Problem. So, kleines Update zur Verkabelung. 4 Netzteile angeschlossen, alle 4. 3 davon gehen in separate Räume. Warum? Weil die Räume separate Sicherung haben. Das war ein bisschen viel für nur einen, ja, und ich habe mir dann einen kleinen Schalter gemacht. Und wichtig ist hier bei jedem Kabel, das ihr so verlegt, dass das einzeln an eine Dose geht, und am besten macht ihr dann noch einen Stromüberspannungsschutz dran, wenn es denn geht. Wie gesagt, bei mir hängen jetzt insgesamt 4 Räume dran. Der, wo ich bin, 3 andere Räume. Jedes Räumchen hat seine eigene Sicherung. Und dann macht das Sinn, dann fliegt euch auch nicht die USV um die Ohren. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen und tschüss.